Jetzt ist Winter in Köln und wir haben alle wieder Husten. Umwelt, Sexualität, Krieg, Besuch bei Mickey Mouse im Nachbarhaus, Hast. Wie lebe ich denn? Durcheinander, Geräusche. Nur noch wenn ich schreibe, dann bin ich klar. Ich schreibe nur noch für mich. Ich mache ein Buch fertig, packe es in eine Plastiktüte, verklebe es und lege es dann in die Kiste. Ich habe keine Lust mehr, mich mit Verlagen rumzuschlagen, mit irgendwelchen Redaktionen, irgendwelchen Kontrolleuren. Guten Abend. Ich habe auch keine Lust mehr, Erklärungen abzugeben, dies und das zu erklären, zu interpretieren, überall immer wieder. Sexualität. Der Kopf ist meistens mit alltäglichen Dingen so zugepackt, dass keine Zeit mehr für Sex bleibt. Das ist eine konkrete Erfahrung hier. Und noch etwas. Wann empfinde ich von mir aus überhaupt noch hier in dieser Stadt Sex? Mein Erstaunen darüber, als ich beim Tanzen im vergangenen Sommer einen hochkriegte. Es war ein richtiges, tatsächliches Erstaunen. Warum überall die Aufgeregtheit? Warum überall die Schnelligkeit? Warum immerzu diese Hast? Ist doch gar nichts los. Was ich immer deutlicher sehe, ist, dass die Realität jeden Tag mich um mein eigenes Leben zu bescheißen versucht. Und was ich sehe ist, dass das alltägliche Leben in Köln immer weniger Lust bereitet. Als ob überall Lust, ein Vergnügen, geklaut würde. Ich sehe, dass die Leute herumtaumeln und dauernd auf der Suche nach einem Vergnügen sind. Aber ist doch alles da. Heute, Sonntag, ohne Verkehrslärm. Sonne, Stille, Schatten auf den Dächern. Und unter diesem Zimmer, hier, in dem ich jetzt auf dieses Tonband aufnehme, liegt eine Tote, die gestern Abend noch Fernsehen gesehen hat und heute Mittag Gulasch und Endivien-Salat essen wollte. Sie hat seit Monaten in Angst gelebt vor einem zweiten Schlaganfall und ist jetzt tot. Ein älteres Fräulein, das im geblümten Morgenmantel mit nackten Füßen die Treppe hochgekommen ist und ab und zu telefoniert hat und in einem chinesischen Restaurant Teller spülte. Die Toten sind viele und es gibt die kalte Bratpfanne der Illusionen. Nein, ich habe keine Grundidee. Mir würde vieles leichter fallen, hätte ich eine Grundidee, nach der ich alles ordnen könnte. Ich muss mir jedes Mal neu etwas ausdenken. Was ich kritisieren könnte, weiß ich nicht. So wie das jetzt ist, gefällt mir fast gar nichts. Meine Erfahrung mit Medien, dass vor die Maschinen überall Bullen gestellt sind, furchtbar normale Wichtelmännchen gestalten, das ist meine Erfahrung mit den öffentlichen Rechtsmedien. Ja, der Kopf wird furchtbar ramponiert. Und über die Ramponierung des Kopfes, die Ramponierung des Körpers, der Empfindungen. Überall und immer wieder Schnitte und Kontrollen. Furchtbar. Ein Flimmern vor Augen. Ein sanftes, aber sehr schnelles Flimmern. Kleine Lichtpünktchen, die immer zur Seite weggehen. Ich lese Ihnen jetzt ein Gedicht. Das Gedicht heißt Postkarte. Lieber Henning, die nassen, kalten Schuhe sind in die Ecke gestellt. Vielleicht ist das ein genaues, kaltes Bild für die Traurigkeit und Erschöpfung in Köln, am stinkenden Rhein im Dezember. Amerika ist trotz der Flugzeuge weit weg. Die Musik ist ein elektronischer Fetzen.
und alle Antiquare und Rätselmacher taumeln durch die Gegend nachts. Wirf einen Teller Bratkartoffeln an den Kopf, dann gibt's Platzwunden. Ah ja, die Abklemmungen überall. Tritte in Autos, nackte Weiberbilder auf dem verblichenen roten Samt in der Seitenstraße und ein rascher, flüchtiger Abschied an der Mauer nachts auf der Flucht, nass und kalt wie Tränen, die gespeichert sind. Unentwickelte Fotos. Mach's gut, dein Rolf. Gedicht. Saure Milch in den Schulkorridoren, der Schrecken, in die Schule gehen zu müssen, immer wenn Montag war. Ich stand auf dem schäbigen Schulhof und habe in die Sonne gekotzt. Die Lehrer waren alt und rochen nach alten Männern, als sie in den Klassenraum kamen. Sie haben nach alten Sprachen gerochen und nach Butterbroten, wie ranziges Papier aus dem Mund. Wer hat dauernd die Turnschuhe vergessen? Wer hat sich in den Pausen im Schrank versteckt? Wer sah aus dem Fenster und hat geträumt? Oder der Schrecken, aufgerufen zu werden? Oder die Ratlosigkeit vor der schwarzen Wandtafel mit einem Stück Kreide in der Hand? Gestern Abend sah ich im Fernsehen der Wirtschaft, wo der Wirt Thrombose hat, einen Boxkampf über 15 Runden zu jeweils 3 Minuten. Am Schluss umarmten die Boxkämpfer sich nur noch vor Erschöpfung. Warum, dachte ich, hören sie nicht beide jetzt auf, stehen keuchend da, umarmt, und sagen, so, wir haben keine Lust mehr, wir sind beide gut. Sie haben gesehen, was sie sehen wollten, 2 Boxer, jetzt ist Schluss. Das wäre eine Tat und das Ende des Boxsports. Beim Körper fangen alle Rituale an und beim Körper hören alle Rituale auf.